Sie hat wieder begonnen, die Zeit vor einem großen Update, in der uns die Entwickler häppchenweise mit neuen Informationen versorgen, in Form von Teaser-Trailern und Livestreams. Ich bin Triggi und genau deswegen gibt es jetzt ein neues Satisfactory News Video. In diesem Video geht es um nähere Informationen zur Umgestaltung der Map im Rahmen von Update 5. Dazu kam ja kürzlich ein erstes Teaser-Video raus, wo wir gesehen haben, wie sich das nördliche Waldbiom, also das dritte Startbiom, noch ändern wird. Dazu hat da kurz danach auch Jace ein Interview geführt im Livestream mit der Leveldesignerin Hanna und noch ein paar weitere Fragen beantwortet, ebenfalls in Livestreams. Das fassen wir hier einmal alles zusammen. Auch in diesem Video wird es wieder so sein, Fragen, die schon mal in früheren Videos beantwortet wurden oder auch die immer wieder aufkommen und sich jetzt nicht explizit auf Update 5 beziehen, wie jetzt beispielsweise, wie sieht es mit neuen Game Modes aus, was ist mit vielleicht anderen Tieren in der Welt, die Story betreffend und all solche etwas allgemeineren Fragen, die jetzt auch nicht oder zumindest nach unserem Kenntnisstand noch nicht Teil von Update 5 sind. Die werden wir jetzt nicht nochmal extra wieder behandeln, da, wenn diese Fragen bei dir aufkommen, würde ich dich bitten, mal in den älteren News-Videos reinzuschauen. Die sind meistens auch nicht besonders lang und einiges oder vieles davon wurde halt auch schon an irgendeiner Stelle mal beantwortet. Die neuen Grafiken und Änderungen im nördlichen Wald kamen anscheinend gut bei der Community an. Soweit konnte Jace das schon absehen. Es gab auch ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, die neue Optik erinnert ein bisschen zu sehr an die Erde und weniger an einen Alien-Planeten. Auch darüber wurde in dem Livestream beziehungsweise in dem Interview zwischen ihm und Hanna gesprochen und dazu gibt es gleich noch ein bisschen mehr in dem Video. Falls du den kurzen Teaser von Coffee Stain Studios bezüglich dieser Umgestaltung des Startbiomes noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir, den einmal ganz kurz anzugucken. Der ist relativ kurz, nur 1,5 Minuten. Ich verlinke den hier oben in der Infobox. Eine neue interessante Information ist, dass es auch im vierten Startbiom, also der Dünenwüste, Änderungen an der Map geben wird. Hier sind zwar nur kleinere Bereiche betroffen, diese allerdings ein bisschen umfangreicher und in erster Linie landschaftlich bezogen. So wird es eine Umgestaltung an der Klippe zum angrenzenden Küstenbiom geben. Hier wird die bis jetzt vorhandene Terrassenform ein kleines bisschen abgeändert. Im nördlichen Bereich, wo sich derzeit nur Dünen befinden, kommt nun eine Art Krater mit dazu. Das Felsenlabyrinth im Osten wird ein bisschen überarbeitet und weiter in der Mitte des Bioms kommt ein neuer großer Felsen mit dazu und wie es aussieht noch ein kleiner Höhleneingang mit dabei. Insbesondere der große Felsen wird Maschinen unter sich begraben, wenn da etwas gebaut ist, sodass du im Bedarfsfall dort vielleicht nicht mehr rankommst. Also wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, da ein bisschen Platz zu schaffen. Wenn man sich die kurzen Ausschnitte mit den Änderungen ein bisschen genauer anschaut, dann kommt auch das Gefühl auf, als hätte sich die Lichtstimmung im gesamten Biom noch ein bisschen geändert. Das wurde zwar explizit noch nicht angesagt, aber es macht den Eindruck. Nach diesen Änderungen zu Update 5 werden, laut Jace und zum jetzigen Entwicklungsstand, keine weiteren Veränderungen mehr an diesen beiden Biomen geplant. Der Rest der Map, das werden wir gleich sehen, wird sich aber noch ein bisschen ändern. Auf dieser Übersichtskarte zeigt Jace, welche Bereiche der Map sich in Update 5 ändern werden. Dabei wird sich im blauen Bereich lediglich an den Pflanzen etwas ändern, was wir problemlos aber wieder entfernen können, gegebenenfalls mit minimalen Änderungen an der Landschaft, während im roten Bereich zusätzlich mittelgroße Änderungen an der Landschaft passieren werden. In der nächsten Map ist der Bearbeitungsfortschritt an der gesamten Satisfactory-Karte zu sehen. Für den roten und blauen Bereich gilt immer noch das gleiche wie zuvor. Hinzu kommt noch ein großer weißer Bereich, der in Zukunft noch eine umfangreiche Überarbeitung sowohl an der Flora als auch an der gesamten Landschaft erhalten wird. Die Umgestaltung dieses Bereichs soll allerdings nicht Teil von Update 5 sein. Dennoch wird die Empfehlung ausgesprochen, wenn du dort eine Fabrik hast, solltest du vielleicht planen, diese in Zukunft zu versetzen. Und ein grüner Bereich ist auch zu sehen, der nach dem jetzigen Stand vollständig und fertig ist. Dort werden wir also höchstwahrscheinlich keine Änderungen an der Map mehr erfahren. Und nach Update 5 werden dementsprechend die Dünenwüste und der nördliche Wald zu grün wechseln. In der Vergangenheit haben Coffee Stain Studios noch ein Video veröffentlicht, in dem der Tech-Artist Ben Änderungen an den Wasserfällen, Reflexionen und andere optische Überarbeitungen gezeigt hat. Dies, soweit hat Jace jetzt die Information rausgegeben, wird kein Bestandteil von Update 5 sein, sondern sich aus verschiedenen Gründen noch ein bisschen nach hinten verschieben. Soviel zu den allgemeinen Informationen rund um Update 5 und jetzt noch klassischerweise ein paar Fragen und Antworten aus den Livestreams. Was war die Inspiration für das neue Design des nördlichen Waldbioms? Soweit Hanna das in dem Interview erklärt hat und wie man eigentlich auch ziemlich deutlich an den ersten Bildern sehen kann, eine Mischung aus einem typischen europäischen Nadelwald und einem prähistorischen Wald. Dazu wurden Vorlagen aus Dokumentationen und anderen biologischen Aufzeichnungen genommen. Sieht das neue Design des nördlichen Waldbioms nicht ein bisschen zu normal aus? Ja, schon, das hat allerdings auch einen ganz bestimmten Grund. Startbiome sollen dem Spieler im Grunde angenehmer und halbwegs bekannt vorkommen. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Spieler dort am meisten Zeit verbringen. Dies soll für die Spieler möglichst angenehm sein und sich weniger nach Alien und Alien-Planet anfühlen.
Die Biome, die sich weiter weg befinden und zu denen man dann erst im späteren Spielverlauf kommt, die sehen dann schon deutlich fremdartiger und auch feindseliger aus. Dazu noch eine ganz lustige Randnotiz. Hannah sagte, dass dieser Look des dritten Startbioms, also des nördlichen Walds, eher so ein bisschen zufällig entstanden ist. Letzten Endes musste dieses Biom relativ schnell entwickelt werden und wurde mehr oder weniger aus verschiedenen Assets zusammengeklickt, so dass die Optik, die wir bis jetzt daraus kennen, eher zufällig zusammengewürfelt wurde und gar nicht mal so richtig absichtlich gemacht war. Werden die rosa Weidenbäume ganz aus dem Spiel entfernt? Das ist noch nicht ganz sicher. Hannah findet sie eigentlich auch ganz gut und würde sie ganz gerne noch woanders unterbringen. Hashtag Save the Willows. Wird der nördliche Wald nochmal überarbeitet? Idealerweise nicht. Wie ich schon vorher in dem Video gesagt hatte, nach Update 5 sind sowohl der nördliche Wald als auch das Dünenwüstenbiom im Endeffekt erstmal fertig, was die Map angeht. Aber man weiß ja nie. Wie wird sich der neue Bewuchs auf die Fabrik auswirken? Die, die in dem Biom eine Fabrik nahe am Boden gebaut haben, werden definitiv Bäume und andere Pflanzen in der Fabrik haben. Allerdings ist das nichts, was durch Kettensägen oder Sprengstoff nicht beseitigt werden könnte. Hier muss ich nämlich aus meinem letzten Video ein kleines bisschen zurückrudern. Ich hatte nämlich die Vermutung angenommen, dass gerade die größten Bäume in dem Biom wahrscheinlich dann nicht mehr zu entfernen sind. Allerdings scheint das doch die Möglichkeit zu sein, sowohl mit Kettensägen als auch mit Sprengstoff. Und da ansonsten an den Felsen und Klippen so gut wie nichts verändert wurde, wenn dann nur minimale Sachen, sollten wir eigentlich hier alles safe sein. Was hat es mit der Höhle am Ende des Teaser-Trailers auf sich? Ist das nun ein neues Biom oder nicht? Nicht so ganz. In meinem letzten Video habe ich dazu ja nur ein paar Vermutungen angestellt, weil mehr war daraus ja nicht zu sehen. Jetzt haben wir ein paar weitere Informationen dazu. Es handelt sich dabei tatsächlich um eine Höhle in diesem Biom, allerdings diese inhaltlich ein bisschen anders gestaltet und an einen anderen Ort versetzt. Aufgrund dieser Änderung war eine klassische Vorher-Nachher-Aufnahme dort nicht so ganz möglich. Wir sehen hier eine Kamerafahrt einmal in der alten Höhle und einmal dann in dem neuen Design. Und deswegen, falls du in dieser Höhle einen Teil deiner Fabrik gebaut hast, zwei Dinge. Erstens, warum? Ich meine, was soll das? Nein, nur Spaß, jeder kann das Spiel natürlich spielen, wie er will, ist ja auch eine coole Idee. Allerdings, zweitens, du solltest diese Fabrik oder diese Teile deiner Fabrik unbedingt aus der Höhle rausschaffen, denn aufgrund der Versetzung der Höhle in der Map wirst du auch danach an diese Fabrik nicht mehr rankommen. Das ganze Zeug wird komplett verloren sein und ja, das wäre halt wahrscheinlich schade drum. Des Weiteren sollen alle Höhlen auf der gesamten Map ungefähr dieses Design bekommen. Diese Höhle ist nur ein erster Entwurf dafür. Im Endeffekt beantwortet das auch die Frage nach dem neuen Höhlenbiom. Die Entwickler sehen nämlich alle Höhlen auf der gesamten Satisfactory Map mehr oder weniger als ein großes Biom, auch wenn nicht unbedingt jede Höhle zusammengehört. Jetzt ist das für uns natürlich vielleicht ein kleiner Wehmutstropfen, es wird also doch kein neues riesiges Untergrundbiom geben, sondern es existiert im Grunde schon einige Höhlen, beziehungsweise es gibt ja schon viele Höhlen auf der Map, nur die bekommen dann eben nochmal ein komplettes Rework und wir können ja auch jetzt an diesem ersten Beispiel der Höhle aus dem nördlichen Wald sehen, dass das relativ umfangreich sein kann. Da es ja auch noch einige deutlich größere Höhlen gibt, könnte es da dann eben noch ein paar deutlich größere Veränderungen geben und ein komplett neues Design für diese Höhlen eben. Das ist im Endeffekt unser neues Höhlenbiom. Tada! Wird sich an den Ressourcenquellen auf der Map irgendetwas ändern? Änderungen an den Ressourcen sind jetzt erstmal nicht geplant, zumindest nicht in Update 5. Man kann auch ganz gut sehen an dieser Einstellung in der Dünenwüste, dort wo der ganze Krater hinkommt, da befinden sich ja vier einzelne Ressourcenknoten, die bewegen sich im Endeffekt keinen Millimeter. Es bleibt ganz genau an derselben Stelle, obwohl sich die Map außen herum deutlich verändert. Wird es neue Bauteile im Awesome Shop geben, wie zum Beispiel Fundamente mit Förderbandöffnungen? Laut Jace wird es definitiv neue Teile für den Awesome Shop geben, welche aber genau und wann die kommen, das konnte er uns noch nicht sagen. Und das war schon wieder für dieses Mal mit den neuesten Informationen zu Satisfactory, in diesem Fall die erste richtig große umfangreiche Update 5 Version. Wie jedes News-Video fand das auch wieder in freundlicher Zusammenarbeit mit der deutschen Satisfactory-Community statt. Hier auch wieder ein großes Dankeschön für die Unterstützung und die Weiterleitung. Wenn du Satisfactory-Spieler bist, Fragen hast, Interesse an dem Spiel hast, deine Screenshots teilen möchtest, Mitspieler suchst, was auch immer, ist die deutsche Satisfactory-Community die beste Anlaufstelle für dich. Mehrere tausend Satisfactory-Begeisterte finden sich auf dem Discord-Server oder im Online-Forum zusammen und tauschen sich in freundlicher Atmosphäre aus. Alle Links dazu und zu meinem Discord-Server und zum Livestream findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann sage ich wie immer recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Weiterspielen, auf Wiedersehen!